verbessern können. Pressekonferenz in der Wetzlarer Rital Arena am späten Montagvormittag. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die großen Ereignisse in diesem Jahr werden, zumindest für die deutschen Basketballfans, die Spiele der diesjährigen EM-Vorrundengruppe im eigenen Land sein. Und der vorausgeworfene Schatten, zumindest für die heimische Region, ist, wie die Gießen Allgemeine bereits in der vergangenen Woche berichten konnte, die Tatsache, dass am 7. August um 19.30 Uhr der Anpfiff erfolgen wird zum ersten Vorbereitungsheimländerspiel in der Wetzlarer Rital Arena gegen die Nationalmannschaft der Tschechischen Republik. Die große Frage aller Basketballfans in der Region ist natürlich, wenn zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Basketballs die Herren-Nationalmannschaft nach Wetzlar kommt, wird dann Superstar Dirk Nowitzki mit aufs Parkett auflaufen? Ich gehe sonst stark davon aus, dass wir bei einem Spieler